Ja, liebe Leute, ich bin's wieder, euer RiseLP, und wir sind gerade auf der panischen Flucht vor GLaDOS, weil Wheatley uns aus dem ewigen Zyklus, des Testens befreit hat. Oh mein Gott! Ah! Alles bricht! Heilige Scheiße! In den Fahrstuhl! Boah! GLaDOS! Du magst mich echt nicht, kann das sein? Okay, panische Flucht beendet. Jetzt erstmal gucken, was als nächstes kommt. Wheatley hat ja gesagt, wir schalten ihre Turmproduktion und ihr Nervengift aus. Damit sie uns nicht so wie beim letzten Mal in die Enge drängen kann. Ja, wir sind auf der Flucht. Das habe ich auch verstanden. Du lässt mich so dadurch, bitte. Danke. Boah. Oh, alles bebt. Klasse, du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Ja. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Okay. Du bist toll. Ich mag dich. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Ich bewege mich nicht. Ich habe nicht mal die Hände an der Tastatur. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ja. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Ja, wie du dich... Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Echt? Als du dich aus der Schiene ausklinken wolltest, dann haben sie auch schon gesagt, du würdest sterben. Ganz schön dunkel hier, was? Nicht so ganz. Du hast ja eine Lampe. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Oh Mann, Wheatley. Okay. Nicht stehen bleiben, der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Ja. Fabrikeingang. Also, ja, Fabrik. Okay, wir wollen anscheinend echt ihre Roboterproduktion unterbrechen. Vorsicht! Sie keine? Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Terrence mehr, okay. Dankeschön. Tütsch! Mensch, warum können hier nicht alle wie er sein? Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Okay. Oh, schön gemacht. Dankeschön. Guck mal, er lobt mich sogar. Okay. Und. Schnell, hier lang. Wo lang? Da lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Nein. Wirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Warte, ich leuchte dir den Weg. Okay. Anscheinend ist was zur Hölle. Der labert so einen Scheiß. Hüpf. Aber er leuchtet mir den Weg und das finde ich nett von ihm. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Okay. Ah, geschafft. Und wo ist er jetzt? Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ja. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Kein Thema. Und nu? Und... Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Ah, er leuchtet mir jetzt die Portalspots. Okay, das ist natürlich sehr nett von ihm. Da will ich hin? Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Alter, irgendwie habe ich das Gefühl, das, was ich gerade gesagt habe, kann ich wieder zurücknehmen. So nett ist der doch nicht. Wie der mich verarscht. Ich glaube, der hat was gegen Menschen. Scheiß Rassist. Was zur Hölle? Gut,
Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Tja, genau. Toll. Du Mistkrücke. Muss ich hier ernsthaft zu Fuß runter und er rollt sich wahrscheinlich einfach hier in dem Gang. Naja, egal, war ja jetzt nicht so schwer. Und runter. Und da ist der Gang zum nächsten Abschnitt. Gut, gut. Also, was wir hier gerade aus seinen Zwischensequenzen erfahren und was er so erzählt, er macht mir so ein ganz klein bisschen Angst. Von wegen... Erst habe ich gedacht, er ist einfach nur leicht durchgeknallt. Weißt du, jetzt ist er leicht durchgeknallt und scheint Menschen zu hassen. Beziehungsweise zu hassen ist falsch, aber... Nach dem, was man gehört hat, übelriechend, wie er Kultur betont hat... Hallo? Hallo? Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Nicht? Ich würde aber gerne mit den Türmen auf dem Band interagieren. Komm mal her, du. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Okay. Bänder kein Spielzeug. Hendrik, verlassen Band. Oh Gott. Oh Gott. Und nu? Toll, jetzt habe ich gedacht... Habe ich hier voll profimäßig mich rüber gekämpft. Ja, dabei gibt es hier so einen schön einfachen Weg. Ups. Ja, das ist die falsche Richtung. Oh, da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Du kommst mit. Okay, er ist anders. Er ist Engländer. Okay, alles funny. Ah, okay. Da sind kaputte bei. Och nö. Euer Ernst? Ah, ich bin nicht dein Ziel. Dankeschön. Geh weg, ey. Irgendwie sind hier einige Türme bei, die leicht durch... was war das? Da flog was. Antwort. Vorlage. Antwort. Mhm. Vorlage. Antwort. Okay. Antwort. Die scheinen hier die Türme zu prüfen und auszusortieren. Oh, du hast es geschafft. Mir nach. Das wird dir gefallen. Okay. Sind fast da. Ja. Pritzel. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Sieh doch mal durch das Fenster. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Ihr habt noch viel coolere Idee, was? Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ja. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Ach ja, so wie eben. Fertig, gehackt. Wow! Ja, gut so, hol den Turm raus. Ich kann auch hacken. Antwort. So, und du? Das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Oh. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Moment. Komme ich hier weiter? Nein, ich komme hier nicht weiter. Gut, dann muss ich jetzt irgendwie das... Denkst du noch nach, oder was ist los? Kannst du mir Kaffee machen? Nein?
gespritzt. Na schön, folgender Plan. Wir beide werden weiter nachdenken. In aller Stille. Okay. Der schießt auf mich. Oh, warte, ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Na gut, dann nicht. Okay, ich hab aber schon... Hast du eine Idee? Ich hab da eine Idee, ja. Das muss ich jetzt aber erstmal ausprobieren. Genau, das werde ich machen. Du wartest da unten, hoffe ich. Antwort. Hallo. Hier werden doch die... Sag mal, was geht da drüben vor? Ha, genau. Da, den wollte ich haben. Super. Vorlage. Antwort. Wenn ich jetzt den da reinstelle als Vorlage, müsste er dann nicht eigentlich anfangen, die auszusortieren, die noch funktionieren, oder? Was hast du da? Antwort. Hallo. So, dann stellen wir nämlich den da rein. Was machst du? Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Oh yeah. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Haha. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Hui! Okay, der Meisterhändler fängt jetzt an. Ja, dann hack. Bei einem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. 10 Minuten? Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Seit gerade? Hast du gemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Okay. Werde ich mich bemerkbar machen. Wo bist du? Ach, da oben. Ganz schön dunkel. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Richtig. Werden wir tun. Aber erst beim nächsten Mal. Denn die Zeit ist leider schon wieder um. Ich bin euer RazerLP und das war's für heute mit Portal 2. Tschüssi!